Rentnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wow. Ja, boah, der schlägt aber voll heftig zu hier. Boah, da ist er bewusstlos. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Was für eine heftige Schlägerei. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. Bezahlter Urlaub, was soll das denn? Wo gibt's denn sowas? Also ich kenne nur einen Schadensboost für die Shotgun. Ja, noch mehr, immer mehr. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Das sind Anarchisten-Worte. Mal her damit. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Genosse des Mangels und der... Hier ist es, Booker. Shen Lin. Oh, okay. Der Beine auf den Polizisten zugegangen. Jam. Alles meins, oh ne, die Pistole möchte ich doch nicht. Das soll doch. Bitte? Da, ein Lockpick. Ein Lockpick, oh, vielen Dank. Gut, dass du mir den mal gezeigt hast. Hast du das wieder gut gemacht, was du mir letztens in der Episode 14 oder 15 einfach mal so weggenommen hast. Weil wollte ich das gar nicht öffnen. Es war so ein Tresor und der habe ich einfach aus Versehen gedrückt. Ja, das geht mal ganz schnell und dann war der auf einmal weg. Die hat nicht aufgehört. Ui, ein Feuerchen. Können wir da runtergehen? Oh, wir können da runtergehen. Ah. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, da reinzuspringen. Aber no risk, no fun. Na, wow. Eine unsichtbare Wand. Ja. Das ist ein Stein. Sieht aus wie ein Herz, oder? Naja, gut. Warum hat die sich den jetzt angeguckt? Genau aus demselben Grund wie ich, oder wie? Denken wir vielleicht gleich. Es ist nur ein Spielcharakter, wir können nicht gleich denken. Ja, die guckt sich wohl gern irgendwelche Sachen auf dem Boden an. So, Waffenschmiede. Gehen wir doch mal hier hoch. Was haben wir denn hier? Sind wir in einer... Oh, das sieht aus wie eine Uhr, oder? Ja. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Ja. Der Gründer des Buddhismus verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Moment. Hören was? Sie das? Unten ist jemand. Ja, na, irgendwie dort, aber wie kommen wir da jetzt hin? Oh, hier ist... Achso. Ja, wo denn? Achso. Ja, das ist ja auch mal komisch. Wo kommt sie denn her? Verzeihung. Hey, die kennen wir doch, oder? Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mit der Mr. los. Chen Lin? Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen ihn gut in Time Club. Wo ist dieser Club? Man, bitte, wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Oh, ja, lassen Sie chill. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Lass mich durch. Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Genau, finden wir es heraus. Spielen wir Detective und reiten uns noch viel weiter in die Scheiße. Was Besseres haben wir eh nicht zu tun. Wir wollen ja eigentlich nur nach Paris gehen, aber okay. Oh, der Polizist ist weg. Oh. Na, komm mal her. Oh, was war das denn?
Wow, wo sind wir? Oh, was ist gerade passiert? Au! Okay, auf Wiedersehen. Ah, spüre die Gatlinkern! Kacke. Warte, warte doch mal kurz, ich muss nachladen. Ja, spüre sie. Oh ja, Mist. Schon was. Fatality. Uiuiuiui. Wozu der Piepsound bitte? Wozu? Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Ja, ich dich auch nicht. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Kann doch nicht sein. Da machen die extra so einen Piepsound rein, damit die Leute denken, der explodiert gleich. Ich hier einen halben Herzinfarkt bekomme. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Riss. Oh. Oh, Disco. Rolling Stones dürfte das Musik? Sein. Sie kommt aus dem Riss da. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Doch, ich. Was ist denn mit euch los hier? Kennt ihr nicht die Rolling Stones? Rolling Stones. Teufels. Ah, nee. Hier, Blut aufnehmen. Ja, gib her. Ja, hallo. Gib nochmal bitte. Ja, da bist du auf jeden Fall sicher. Also ich muss sagen, der Schadensboost, der haut auf jeden Fall mal richtig rein. Gut, dass wir den geholt haben. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nimm mich bitte, Booker. Wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Okay. Er sagt... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm. Und ich konnte es nicht weiterlesen. Okay. DeWitt, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Haben wir nochmal einen Schadensbonus? Das wäre ja mal richtig heftig. Schadensboost, Salven, mehr Munition für die Shotgun wäre auch schön. Na, schade. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Oh. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Oh je. Los, mach! Was wollen Sie denn? Tja, es droht ein Aufstand, DeWitt. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also. Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Ach nein. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Na dann! Fertig! Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. So, gleich mal ein Overkill gemacht. Da drüben, Fireman. So, was habt ihr denn noch so zu bieten? Oh, ist das alles, was ihr habt? Au. Oh. Mann, oh Mann, einmal die Krählein und die sollten es doch schon machen, oder? Hey, er bekommt wieder Leben. Och, immer noch nicht tot. Jetzt aber. Oh, jetzt hätten wir nicht so Rambo-mäßig runterspringen sollen. Spitze, David! Einfach Spitze! Munition, Munition. Vielen Dank. Oh, sogar ein Lockpick. Oh, war das knapp. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier richtig sind, oder? Oh, bitte, bitte. Oh nein. Das ist euer... Lass mich deine Prüfung bestehen. Euer Ernst? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Schade. Wow, okay. Braucht mehr Zeit. Junge, Junge. Au. Qualitätsarbeit. Autsch. Munition, hier. Brauche jetzt keine Munition. Tüchtiges Bürschchen. Was? Hoffentlich öffnen die nochmal den Vorhang. Weil sonst wäre das jetzt echt dumm. Würde ich alles nochmal spielen. Oh, hier sind noch welche, ich hör's. Wow. Da haben wir doch jemanden. Ja gut, dann cutte ich das jetzt einfach raus. So, und da sind wir wieder. Wir haben jetzt den Krähenmann nochmal getötet. Schade, dass durch den Fehler die Aufnahme ein bisschen langweilig geworden ist, wie auch immer ihr das jetzt seht. Naja, okay. Kann ja mal passieren. Wir haben da einen kleinen Glitch gefunden und dann... Jetzt wissen die Hersteller auf jeden Fall, was sie wieder richtig machen können, was sie patchen können. Die gucken natürlich auf jeden Fall mein Video. Ich kenne die ja persönlich. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, hallo, wo ist denn hier der Gegner? Ach, da hinten. Hallo, guck mal, was ich hier habe. Oh. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Ah, das war mir klar. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. Hm. In einem hat er recht. Es wären weniger Mäuler zu füttern. Tötet euch! Los! Ah, meins ist besser. Ich bin schon am Suchen. Prima. Okay. Ja, schon. Was? Was steht da? Leucht hier. Oh mein Gott. Ah, warum steck ich stecke? Was soll das? Was haben wir denn hier? Können wir uns noch meine Panzerfaust holen? Fallschuss. Oh, wir haben ja auch so Moskitos da oben. Scheiße, der ging daneben. Ja, mit der Shotgun ist das jetzt ein bisschen blöd. Bitte sehr. Danke. Das muss geflickt werden. Okay. Drei. Zwei, los. Ah, komm schon. Komm schon. Achso, nee, wir haben ja. Ach, Mann, bin ich blöd. Ach, wo renne ich denn jetzt hin? Ich unten bin, brauche ich schon wieder ein Medikit. Mensch. Okay, das war jetzt voll sinnlos. Wir wollen noch da unten hin. Bitte sehr. Oh, jetzt kommt er da hoch. Die Waffe, die habe ich nämlich erst gefunden. Oh mein Gott. Bild, lade dich doch auf. Nee, der schießt aber mal komisch. Ey, mach dir mal gar nichts. Oh. Oh je. Los, mach! Aber klar! Oh. Nein. Ach, es ist schon tot. Okay. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Oh. Oh.
Okay. Ich gratuliere! Denn juhu! Wisst Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Oh. Ich hoffe nicht, dass er irgendwas Ekliges von mir möchte. Munition für die Schrotflinte auf jeden Fall. Wir sind hier kleine Schrotflintensuchtis. Wo kommen wir denn hier lang? Oh, hallo. Boah, das macht auf jeden Fall Sinn. Hey, da, ein Lockpick. Das ist aber eine echt komische Toilette. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn man sowas denn braucht. Ach so, okay, um dort Sachen abzustellen und während des Kackens mal ein bisschen zu trinken, auf jeden Fall. Macht ihr das nicht? Nee, ich mach das. Okay, klar. Ah, okay, gut, jetzt können wir hier rein. Jetzt können wir sogar mal legal hier rein. Oh. Spiel mir das doch mal ab. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Warum? Ich stand doch die ganze Zeit da. Sogar die stand die ganze Zeit dort und die konnte jeder sehen, aber bei mir schreien sie wieder rum. Wieso, was ist mit mir? Ich hätte gern hier mal einen Spiegel. Sieht der irgendwie wie ein Monster aus, oder wie? Zelle Nummer 9. Zelle Nummer 9. Gut, dann gehen wir mal in die Zelle Nummer 9 in dem nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liked doch mal das Video, wenn ihr möchtet. Abonniert mich, guckt ein paar Videos von mir und sagt mir dann, ob's euch gefallen hat. Einfach, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein paar Views bekomme. Wie auch immer, ich laber nur Scheiße. Auf Wiedersehen, reingehauen. Ja.